bisschen mehr Abstand zum Jäger gewinnen. Immer der eine. Kann ich kotzen. Kann ich plack. Ich möchte auch so ein kleines Täschchen haben mit einem Fallschirm dran, wo ein Edelstein drauf gemalt ist. Oh, das war knapp. Du hast es diesen Halunken wirklich gezeigt. Das letzte war knapp, weil ich bin dann noch gegen die Brücke geflogen und wäre fast ins Wasser gefallen. Beenden. Wie gesagt, ich mache die Könnerpunkte, die mir fehlen, die ich noch nirgendwo gefunden habe, am Ende des Spiels. Weil dann kriegen wir halt in unserem Atlas wird uns gezeigt, wo Könnerpunkte zu holen sind. Zwar nicht wie, aber dann weiß ich schon mal, in welchem Level ich gucken muss. So. Achso, ich wollte den Skelos Einhöhle. Einhöhle. Ich glaube, dann ist es das für heute gewesen, schätze ich mal. Ich wollte nämlich gleich noch was ausprobieren. Und zwar habe ich nämlich beim Dave was gesehen. Oh, da gibt's auch so ein behindertes... Hier gibt es auf jeden Fall einen Könnerpunkt, und zwar, wenn wir das hier machen, bei jedem... bei jedem Kaktus. Hey, Drache! Ich habe gehört, dass du ziemlich hart bist. Ich habe mit meinem Cousin Blub gewettet, dass du es nicht durch die Skelos-Einöde schaffst, ohne dich zu verbrennen. Das war Gronkh, falls ihr das gesehen habt. Nur ohne Haar. Hat sich der Kerl verschrieben bei seinem Namen. So sieht er aber auch aus. Ach so. Ich bin ja auch dumm, Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Lass mich in Ruhe. Flugvieh. Ich nehme hier mal so ein Steinchen mit. Weißt du nicht wofür? Ich glaube, manche Viecher fliegen relativ hoch dafür, glaube ich. Ach. Drauf geschissen. Komm mal eh wieder. Komm mal eh gleich, wollte ich schon sagen. Nach. Komm, dann machen wir diese beschissene Aufgabe direkt als erstes. Weil dann haben wir es hinter uns.
Und zwar müssen wir dafür hier hoch. Nee. Zu dem anderen Grung. Spyro, unser Dorf wird von den Lava-Echsen überfallen. Kannst du sie verjagen, bevor sie meine Freunde fressen? Ich mache die Brücke niedriger, damit du rüberkommst. Ausrolle, nicht niedriger. Auf jeden Fall, Klumpi ist ein sehr nett, ein sehr süßer Name. Ein sehr netter, wollte ich gerade sagen. Ein sehr süßer Name. Okay. Jesus. Und es gibt auch noch 2 Stufen davon. Auf jeden Fall sieht man immer, wo die ausbrechen. Irgendwo ist einer... Da wurde gerade einer verspeist. Ja. Du musst ein bisschen auswendig lernen, wo die schlüpfen, die Viecher. Auf jeden Fall sieht man das immer, wenn die schlüpfen, dass die Eier dann wackeln. Eier dann wackeln. Okay, dann hier irgendwo. Gut, erste Mal hätten wir gut schon mal. Gut gemacht, Grashüpfer. Nimm dieses glänzende Ding, das wir gefunden haben, um dir bei der Reise zu helfen. Oder gab's doch nur eins? Nee, da gab's auf jeden Fall 2. Weil da kommen jetzt gleich nämlich Vögel, die neue Eier bringen. Ah, oh. Er sieht so aus, als fallen noch mehr Echseneier herunter. Bist du bereit für eine weitere Herausforderung? Ja, 5 von 5 Sternen, ich hasse das. Weil die schlüpfen nämlich jetzt in einer anderen Reihenfolge. Wer hätte es gedacht? Nicht so schnell! Ich hab das früher mal gehasst, wenn die Kamera das nicht richtig eingefangen hat. Ich will wissen, wo ich vermasselt hab. Da. Ich kann das eh schon wieder in die Tonne treten. Dann noch den Knochen da rauswürgen, als ob die Viecher nur aus einem Knochen bestehen würden. Das ist der, den sie in ihrem Kopf stecken haben. Da ist es passiert. Oh, ich hasse diese Aufgabe. Ich wollte mich gerade in meinen Tod stürzen, aber ich glaube, dann hätte ich ein Leben abgezogen bekommen. Da, da ist der letzte. Ja! Dass du uns nochmal geholfen hast, Spyro. Du verdienst noch ein glänzendes Ding. Ich wollte es als Nachtlicht verwenden. Ich habe eigentlich gedacht, dass wenn die angefangen haben mit der Animation des Fressens, dass es dann vorbei ist, dass man die dann nicht mehr töten kann, weil es gibt es nämlich sehr oft. Yes! Bin jetzt die Aufgabe fertig. Ich glaube, da waren noch keine Edelsteine, ne? Ich mag das, wie die sich freuen. Machst du dann weiter oder bleibst du blöd stehen? Ich wollte gerade...
Ach ja, genau, die... Dafür waren die da richtig... Richtig. Ich komme nicht in dieses Maul rein. Den dann noch tot machen? Achso, ja. Auf jeden Fall, diese Viecher gibt's auch im dritten Teil. Und zwar in dem Level, wo wir mit Birdie, heißt er so? Der komische Pinguin da. Ja, wo wir mit dem rumfliegen müssen. Wo es auch diese behinderte Skatebahn aller Zeiten gibt. Ja. Ich glaube, da müssen wir auch dreimal drauf schießen. Hallo. Und in dem Level gibt's auch diese Dinger. Nur, dass die grün sind. Irgendwas mit Türme hieß es, glaube ich. Ist überhaupt für Viecher? Die haben überhaupt kein Ärmchen, kein Schwänzchen, aber eine Powerlocke haben sie. Sind einfach so glücklich mit ihrem kleinen Knochen, den rumzuschmeißen und so, und dann nehmen wir den weg. Beziehungsweise wir töten sie und dann. Ja. Auf zu lachen, du bist auch dran. Wider Gates. Ja, nicht abhauen. Schneller als. Mach mal den da kaputt, weil dann macht er, glaube ich, den anderen mit kaputt. Jupp. Ist hier noch ein Kaktus? Nein. Oh, wir können da schon hin. Das ist toll. Okay, der fliegt weg. Das ist schön. Die reden wir nachher. Lass mich in Ruhe. Ich möchte noch nicht mit dir reden. Das machen wir erstmal genau. Da müssen wir nämlich eh noch hin. Dann gehen wir mal hier hoch. Da links auf der Seite ist, glaube ich, mein Leben, wenn ich mich nicht recht erinnere. No. Nicht schießen. Wunderbar. Und hier weiter. Na gut, dann haben wir erstmal das Leben. Wann bin ich jetzt? Habe ich mir eigentlich nicht den Dings geholt? Ach, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall juckt meine Nase. Ich mag das nicht, wenn die so hoch fliegen. Da ist der Stein. Hätten wir schon mal den einen. Bisschen. Da war der Könnerpunkt.